Zuschauer, da ist der Stein des Anstoßes. Steffen Kotré, seines Zeichens Wirtschaftsingenieur, aber das reicht nicht. Er sitzt auch im Bundestag als Bundestagsabgeordneter, Fraktion AfD. Willkommen bei Hallo Meinung, Herr Kotré. Ja, hallo Herr Weber, grüße Sie. Ja, Sie haben für Aufregung gesorgt. Ich darf mal aus dem Netzwerk etwas vorlesen. AfD-Politiker tritt in russischer Propagandasendung auf. Der russische TV-Moderator Wladimir Solovjoy ist einer der führenden Propagandisten des Kremls. In seiner Sendung war jetzt der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré zu Gast und verbreitete Behauptungen, die Putin gefallen dürften. Was gefällt denn Putin? Ja, also das frage ich mich auch. Ich habe da den Standpunkt der Politik dargelegt, wie sie sein müsste, also den Standpunkt der AfD-Politik und natürlich auch meinen eigenen. Und insofern, ist das schon ein bisschen komisch, wenn man so formuliert. Allerdings weiß ich auch, dass immer dann, wenn wir sagen, was uns gut tut, es aber gleichzeitig, was weiß ich, im Interesse Russlands ist, dass das dann falsch sein soll. Wenn wir also sagen, die Sanktionen schädigen uns und wir sollten also russisches Gas nehmen, weil es uns gut tut, weil es unseren Interessen entspricht, dann wird man gleich so hingestellt, als würde man russische Interessen wahrnehmen. Aber das stimmt natürlich nicht. Gerade die AfD ist ja eine Partei, die festgestellt hat, dass wir zu wenig unsere eigenen Interessen wahrnehmen und vertritt diese eigenen Interessen eben auch. Und wenn sich die dann mit den russischen überschneiden, na umso besser. Aber gerade hier im Krieg Ukraine-Russland ist natürlich unser ureigenes Interesse, dass der aufhört. Und insofern müssen wir hier Diplomatie walten lassen. Und das ist es, was zählt. Das ist in unser Interesse. Alles andere ist dann lediglich ein Versuch zu diskreditieren oder wie auch immer. Sie haben ja nicht nur über Energie gesprochen, Sie haben auch über Waffenlieferungen gesprochen. Das ist richtig. Also mir war wichtig, nochmal klarzumachen, wie also die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und ich wollte auch nochmal klarmachen, wie die Medien hier bei uns gestrickt sind. Ja, wir haben eben nicht eine Medienlandschaft, die immer unabhängig agiert, die immer auch andere Meinungen zulässt. Bestes Beispiel ist ja, wie oft die AfD in Talkshows vorkommt, nämlich ganz, ganz gering, dafür andere umso mehr, obwohl das eben öffentlich-rechtliche Sender zum Teil sind. Und daran erkennt man eben schon, wie der Journalismus hier gestrickt ist. Und das wollte ich eben weitertragen und nichts anderes. Wir haben uns in diesem Interview eigentlich mehr oder weniger auf Deutschland konzentriert und haben dort, ich konnte dann dort die Dinge darstellen, wie sie hier in Deutschland sind, weil das ja den Russen auch so sicherlich nicht klar ist, wie viel hier bei uns im Argen liegt und ja, wie schief unsere Politik ist. Und das war eben mein Ansinnen, nichts weiter. Die Thematik ist ja so, dass wir eine einseitige Berichterstattung haben und die Zuschauer mögen mir das nicht nachsehen, sondern das ist meine Meinung. Wir öffnen das Fenster nur auf einer Seite. Herr Kotré, ist es nicht so, dass bei einem Krieg in erster Linie die Wahrheit unter den Tisch fällt und dass Propaganda von beiden Seiten hier Priorität hat? Das ist vollkommen richtig. Und ich habe natürlich im Vorfeld des Interviews Kontakt gehabt und ich habe da auch ganz klar gesagt, also wenn es da zur Sprache kommt, meine Meinung ist ganz klar, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und das Leid, was jetzt dort verursacht wird, geht auf Konto der Russen. Und das war überhaupt kein Problem. Nur kam dann diese Frage nicht und deswegen es kamen andere Themen und so kam das nicht zur Sprache. Aber jetzt bin ich auch nicht derjenige, der da wie eine Monstranz eine Gesinnung vor mir herträgt und so wie die Linksgrünen immer wollen, dass man immer wieder die Gesinnung von sich gibt oder sowas. Das mache ich nicht. Das ist auch nicht Stil einer guten Politik, sondern eben versuchen, Realpolitik zu machen. Und in diesem Kontext ist das also auch einzuordnen. Nun sind es nun 43, 80 Jahre her, Russlandfeldzug. Und nun erleben wir, dass führende Berichterstatter hier schreiben, diese Panzer schaffen Frieden und Panzer gegen Russland. Ist das ein Aspekt, wie wird der in Russland aufgenommen? Das kommt also auch relativ wenig bei unseren Zuschauern mit rüber, weil diese Berichterstattung erfolgt nicht. Wie wird es in Russland aufgenommen? Ja, also ich habe eine Zuschrift bekommen, da bedankte sich die Dame und sagte, gut, dass es also auch aus Deutschland eine Stimme gibt, die nicht kriegstreiberisch ist. Und ich kann mir schon vorstellen,
dass also die Russen jetzt uns Deutsche als kriegstreiberisch wahrnehmen, eben wegen dieser Waffenlieferung. Also egal, wie man zu Konflikten steht, wir selber sind nicht angegriffen und deswegen sollten wir uns zurückhalten. Und wenn wieder durch deutsche Waffen Russen sterben, dann ist es ein Unding. Also genau das wollten wir ja verhindern. Genau das waren ja unsere Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg. Und solange wir nicht angegriffen werden, sollten wir da auch vor allen Dingen gegenüber den Russen nicht aggressiv auftreten. Einwirken natürlich, weil dieser Konflikt verwerflich ist, weil die Menschen, die da sterben, das Leid natürlich ethisch, moralisch zu bewerten ist und ja, einwirken. Aber dann natürlich gleichzeitig auch einwirken sinnvoll. Aber Waffenlieferungen sind nicht sinnvoll, weil sie den Krieg eher verlängern und überhaupt nicht beenden. Wenn wir diese Äußerung vom EU-Parlament hier gehört haben, Frau Baerbock, wir befinden uns mit Russland im Krieg, dann sind es ja Äußerungen, die deuten ja nun nicht im geringsten auf verbale Abrüstung hin. Wie beurteilen Sie das, dass wenn ein Versuch unternommen wird, mit den Menschen zu reden, denn wir sind uns darüber im Klaren, die Diplomatie hat vor Kriegsbeginn versagt, aus welchem Grund auch immer. Helmut Schmidt hat mal gesagt, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als einen Schuss abgefeuert. Da hat er sicherlich sehr sinnhaft gesprochen. Aber wie beurteilen Sie das, dass im Grunde genommen jetzt, ich nehme mal Anton Hofreiter, der jetzt als Militärexperte plötzlich von NTV hingestellt wird, was schon einen gewissen Grad des Humoristischen Schön, hervorruft. Ja, dass ich lache, ja. aber Anton Hofreiter, der sagt, wir müssen alles liefern, was wir haben. Herr Kotret, der geneigte Zuschauer fragt sich, kommt dieser Sinneswandel? Und wenn jemand sprechen will, und wir müssen uns doch eins im Klaren sein, wenn wir vor 2 Jahren wir beide ein Interview geführt hätten und wir hätten gesagt, also Peter Weber, Rheinmetall muss liefern, Krauss Maffei, und wir fliegen nach Brasilien, wir brauchen Munition, da hätte jeder gedacht, na, die beiden, die sind doch irgendwo stehen geblieben, und zwar in den 40er Jahren, diese Leute. Wenn wir Also heute ich. darüber reden, Entschuldigung, wenn wir heute darüber reden und sagen, lassen Sie uns mal wenigstens in Kommunikation treten über einen Ansatz eines Waffenstillstands, dann werden Sie zerrissen. Wie erklären Sie sich das? Also ich erinnere mich noch ganz genau, das ist noch gar keine 2, 3 Jahre her, im Ausschuss im Bundestag, in den Plenarsitzungen war immer wieder bei den Grünen davon die Rede, dass wir keine Waffen exportieren wollen, vor allen Dingen nicht in Krisengebiete. Das war jahrzehntelang Usus der Bundesregierungen. Das wird jetzt plötzlich über den Haufen geworfen. Unglaublich. Also ich erkläre mir das so, dass jetzt für die Grünen nicht mehr zählt, was richtig und gut oder was richtig und falsch ist, sondern eben was gut und was böse ist. Das ist jetzt, ja, das hat jetzt einen moralischen Stellenwert bekommen, wo die Moral und die Ethik über alles steht und alles andere nicht zählt. Aber so kann man natürlich keine Realpolitik machen, so kann man keine Interessen durchsetzen und so kann man vor allen Dingen nicht die Welt verändern, denn die Welt, die besteht aus Interessen, Staaten haben Interessen und darauf muss ich Rücksicht nehmen. Wenn ich aber immer mit einem erhobenen Zeigefinger komme, dann erleide ich Schiffbruch, wie wir unlängst, also in atemberaubender, schwindelnder Geschwindigkeit im arabischen Raum. Und insofern, ja, die Grünen sind dort gefangen in ihrer Ideologie, dass man die Welt sich einfach nur schön machen kann, indem man ja mit solchen Dingen vorangeht. Aber eben, ja, sie werden Schiffbruch erleiden. Und daraus resultiert das. Allerdings geht das für mich natürlich nicht zusammen. Einerseits den Anspruch haben, lieb und nett zu sein und die Tiere zu schützen, die Erde zu schützen, dann aber Kriegsgerät auch ja, zu liefern und in Konflikte eingreifen zu wollen mit den Lieferungen, wo klar ist, dass man da überhaupt nichts ändern kann. Ändern kann man was mit Gesprächen, mit Diplomatie. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hätte es ja auch beinahe geklappt, wenn die Ukraine nicht wieder von außen negativ beeinflusst gewesen wäre. Nun, Sie sind Wirtschaftsingenieur, Sie sind logisches Denken und Antizipation gehört mit zum Geschäft. Wenn Sie jetzt überlegen, lässt sich denn die Welt in Gut und Böse überhaupt einteilen? Ja, eben nicht, das ist es ja. Jeder Staat, jede Nation, jedes Volk hat eigene historische Erfahrungen und handelt da heraus. Und insofern
ergeben sich dann eben die verschiedensten Aspekte der Politik dieser jeweiligen Völker, auch eben in den Beziehungen zu anderen Völkern. Und da muss man eben Interessen miteinander abwägen. Und dieses Interessensabwägen, das muss natürlich auch ethische Aspekte umfassen, aber das darf nicht ideologisiert nur diese Aspekte umfassen. Und das ist das ganz große Problem unserer Zeit, dass man also meint, ja, das Ende der Geschichte sei gekommen und alle müssten jetzt lieb sein und es gibt keine, was weiß ich, ökonomischen Beweggründe mehr, sondern nur noch moralische. Und das ist das ganz Verwerfliche, auch natürlich die Russen nicht verstehen zu wollen, warum die so handeln. Wenn man Realpolitik macht, dann ist das erstmal egal, woher jemand dort seine Beweggründe nimmt. Er handelt so und darauf muss ich dann entsprechend Rücksicht nehmen und meine Politik abstimmen, ob mir das gefällt oder nicht. Und das macht man eben nicht, wenn man wie Baerbock, wie die Grünen, wie die Bundesregierung jetzt eine sogenannte feministische oder wertebasierte Außenpolitik macht, anstelle einer vernünftigen, realpolitisch fundierten, interessensgeleiteten Außenpolitik. Und ja, deswegen laufen die Sachen jetzt leider so und die Medien ziehen da mit und wir haben eben hier eine veröffentlichte Meinung, die leider ja im Moment noch in die falsche Richtung zeigt. Ja, und in eine gefährliche Richtung. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn man heute davon spricht, dass man sagt, die Ukraine muss gewinnen und Russland muss besiegt werden, dann ist es ein Kontext, der birgt Riesengefahren. Sie sprechen von Realpolitik. Ist es nicht so, wir hätten beide die Welt gerne besser. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wir hätten auch eine Kirche, die sich um wirklich die notleidenden Menschen kümmern würde. Das tut sie nicht. Die evangelische Kirche ist ein Politikum geworden, eher ein sozialistischer Verein. Die katholische Kirche hat andere Dinge aufzuarbeiten aus ihrer jüngsten Vergangenheit. Aber ist es nicht so, dass wir die Akzeptanz der Realpolitik, die ist nun mal grausam. Die Akzeptanz der Realpolitik, wenn wir uns seit 1944 anschauen, ich habe selber in Amerika gearbeitet, aber die Amerikaner haben so und so viele Kriege angefangen. Der Nahostkonflikt hat 950.000 Menschen das Leben gekostet. Keiner hat es so aufgebauscht. Der Irak ist zerstört worden. Libyen, Libanon, Syrien. Der Syrienkrieg dauert nunmehr 10 Jahre, ohne dass wir erkennbaren Erfolg haben. Aber haben wir uns von der Notwendigkeit, so wie es Helmut Schmidt betrieben hat, auch größtenteils auch Helmut Kohl, haben wir uns von der Realpolitik verabschiedet hin zu Ideologien? Also wenn Sie mit wir die Bundesregierung meinen, dann haben Sie recht. Die Ampel, aber auch die CDU-CSU. Wir sprechen also auch von der CDU-CSU. Ich wollte gerade sagen, nicht nur diese Bundesregierung, sondern auch schon die davor. Und damit natürlich inkludiert auch diese Partei. Wir haben im Außenausschuss das Thema Türkei, Syrien, Einfall und. Wir haben viele Themen. Wir haben Syrien auf dem Programm. Und wir sprechen immer den Völkerrechtsaspekt dort an. Und man sieht, die Bundesregierung nimmt da auch zweierlei Maß. In Sachen Syrien, wenn also die Türkei in Nordsyrien einmarschiert, dann will die Bundesregierung das nicht bewerten. Sie will es also völkerrechtlich nicht bewerten. Und das ist natürlich ein Unding. Gerade Syrien ist ein gutes Beispiel, wie der Westen doppelzüngig agiert. Ganz klar, den IS, den haben die Russen zusammen mit den Truppen von Assad zurückgeschlagen, nicht die US-Amerikaner, denn die waren nur da, um sich auf die Ölfelder zu setzen, die sie jetzt übrigens noch ausbeuten. Ich glaube, 30 Millionen Dollar pro Monat klauen also die USA dort aus Syrien heraus, bringen die rüber in den Irak. Interessiert hier niemanden. Und daran erkennt man, ja, wie doppelbödig die westliche Politik ist und vor allen Dingen die der Bundesregierung, die also hier keine Interessen auch zeigt in vielen Bereichen. Nehmen Sie auch einfach nur Nord Stream 2 und die Anschläge auf diese Rohrleitung. Das interessiert die Bundesregierung nicht, weil sie eben kein Interesse an russischem Gas hat, weil sie kein Interesse daran hat, unsere Infrastruktur zu schützen, weil sie kein Interesse hat, dass wir preiswertes Gas bekommen. Hauptsache, sie können irgendwie den Russen schaden oder moralisch gut dazustehen. Und das ist natürlich fatal. Und da ja, werden wir herbe Einschnitte in unserem Wohlstand erleben aufgrund dieser fatalen Politik. Nun gibt es ja nun leider Gottes relativ wenig Medien und deshalb habe ich ja Hallo Meinung als Initiator ins Leben gerufen, jetzt seit 3,5 Jahren.
Wenn wir uns die Rüstungspolitik anschauen, wenn wir uns die Rüstungsexporte anschauen, dann ist nach Saudi-Arabien sind Rüstungsexporte genehmigt worden. Nun wissen die wenigsten, dass diese Exporte und diese Waffen benutzt werden, um im Jemen eingesetzt zu werden. Das Thema Völkerrecht, um das mal zu sagen, was da passiert. Hätten Sie mit dieser Reaktion gerechnet, als Sie das Interview geführt haben? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht. Und mich hat schon auch erstaunt, dass kaum inhaltliche Fragestellungen aufgeworfen worden sind, sondern immer wieder nur der Hinweis, wo ich dieses Interview dann gegeben habe. Und das ist natürlich bezeichnend, dass inhaltliche Dinge eigentlich keine Rolle mehr spielen, sondern nur noch, ja, man hat jetzt eben böse gehandelt, weil man dem Falschen was gesagt hat. Aber nochmal. Ich will meine Botschaft rüberbringen. Und wenn ich das zum Beispiel hier in Deutschland nicht machen kann, weil die Medien eben diese Botschaft nicht aufnehmen wollen, obwohl es eigentlich ihre Funktion ist, Nicht alle, nicht alle. ja, Entschuldigung. Nee, natürlich. Ich meine natürlich ARD, ZDF und ähnliche. Ja, und insofern, also ich gebe auch jedem ein Interview und ich würde auch dem ukrainischen Fernsehen ein Interview geben, ohne Frage. Wird dabei aber mich auch da nicht verbiegen oder sonst was falsch darstellen, ne? Und ja, hier in Deutschland laufen so viele Dinge schief. Wir verlieren gerade unseren Wohlstand, unsere Meinungsfreiheit wird eingeschränkt und viele, viele andere Dinge auch. Und dann kommen solche Dinge und plötzlich ist der Blätterwald voll mit solchen Dingen, die eigentlich selbstverständlich sind oder eigentlich gar keiner Empörung bedürfen, sondern eher eine Aufnahme als Impuls, dass man jetzt Diplomatie eigentlich machen sollte, reden sollte. Und das ist eben auch ein schlechtes, wirft ein schlechtes Licht auf unsere, auf unseren Zustand unserer eigentlich gesamten Gesellschaft. Die Frage ist wahrscheinlich selbsterklärend. Würden Sie es nochmal machen? Also ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich vorher auch so einen kleinen Reflex gehabt. Ich wusste nicht ganz genau, was das jetzt da bedeutet, aber das war mir im Endeffekt dann auch nicht egal. Ich habe dann mich kurz besprochen und wie ich es auch geschrieben habe. Also ich gebe Menschen ein Interview, die eigentlich Deutschland hassen oder ja, unsere Interessen mit Füßen treten und hier den Sozialstaat überhaupt nicht ausbauen wollen oder wie auch immer. Und das spielt dann keine Rolle. Hauptsache, er bringt mich dann entsprechend richtig wieder. Und insofern, ja, ne, müssen jeden Kanal haben und müssen alles nutzen. Also insofern, ja, dürfen wir da nicht nachlassen. Haben Rundfunkstationen und Fernsehstationen zahlreich schon angefragt für Interviews? Nein, auch bezeichnend. Also es wird eher über mich geschrieben, als, sagen wir mal, mich zu kontaktieren. Eine Ausnahme, Journalisten, den ich vor kurzem auch kennengelernt hatte, der hatte sich dann eben mit dem Tweet zufrieden gegeben, aber sonst still ruht der See. Ja, und deshalb sind wir dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ja. dass wir darüber gesprochen haben und Sie zeigen Gesicht. Und liebe Zuschauer, es ist notwendiger denn je, denn auf der anderen Seite sehen wir, dass Frau von der Leyen mit ihrer EU-Delegation in der Ukraine ist, dass Präsident Zelensky darauf drängt, bis 2025 in der EU aufgenommen zu sein. Und die neuesten Berichte zeigen, da sollten Sie sich bitte mal informieren, dass die Ukraine in Europa nach Russland mit das korrupteste Land ist. Also Das ist auch hier unglaublich, was gibt da es. passiert. Ja, also hier noch eine Menge Arbeit. Herr Cotré, ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben Ja. und ja, wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Danke Ihnen auch. Tschüss.